Hallo und willkommen zurück zu eShade. Und wie soll es auch anders sein? Ich wollte gerade mit der Folge starten. Ich bin rausgelaufen in der Stadt und habe mir gedacht, komm, das schaffst du bis zum nächsten Gebäude, um irgendwo eine warme Gegend zu finden. Aber nein, es war zu kalt. Ich bin eingeschlafen und hier wieder aufgewacht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich bin im Falkenhorst. Wir werden jetzt mal eine Runde nächtigen. So bis um 6. Ich glaube, bis um 6 ist ganz gut. Und ja, dann schauen wir mal, wo wir sind. Ich habe sowieso draußen noch ein paar Quests zu erledigen. Dann machen wir die hier eben noch fertig. Kein Ding. Oh Mann. Wir brauchen ganz, ganz dringend warme Kleidung für diese Fälle, damit ich nachts hier auch rumlaufen kann. Das ist ja grausig. Also hier, da gab es in der Stadt auf jeden Fall noch so eine Fellmantel oder sowas, aber der kostet natürlich auch einiges. Ja, wo sind wir denn? Lass mal gucken. Ich bin im Falkenhorst, denke ich, ne? Also das sieht mir, ja, super. Hallo, na, schön wieder hier zu sein und so. Tschüss dann auch und war nice. Nett meine ich, es war nett. Oh, ein schöner Tag hat begonnen, es ist einfach wunderschön hier in eShade. Karte. Wir haben ja jetzt eine Karte, was auch echt gut ist. Und mir ist der Sound schon wieder viel zu laut. Ich weiß nicht. Moment, wir gehen nochmal ganz kurz hier in die Optionen rein. Ich habe das Gefühl, dass die Gesamtlautstärke etwas zu laut ist. So ist besser. Okay. Wir sind also jetzt hier. Ich weiß, ich muss zu ihm... Nee, wo muss... Da muss ich nochmal hin. Zu dem hier. Lass uns noch mal eben in die Quests schauen. Hier, hier die kleinen Mäuse, ne? Das war ja hier bei dem Finn. Erst mit dem Zaun und dann musste ich in die Apotheke und bla und dann mit seinen Mäusen und so. Und jetzt sollte ich noch mal zu ihm gehen. Dann muss ich noch mal zu Kai zurück. Zu der K&K-Apotheke. Dann machen wir das jetzt halt. Das ist ja nicht so schlimm. Es wäre nur cool fürs nächste Mal, wenn wir in der Stadt sind. Ich hoffe, da muss es ja schließlich auch irgendwie so ein Gasthaus geben oder sowas, ne? Judy, dann lasst uns mal Richtung... wieso sehe ich mich hier eigentlich nicht? Hier ist die Küste. Ha, wir müssen... Oh, Orientierung wie Sau, ne? Da ist das Wasser. Da muss ich jetzt hier lang, denke ich. Vermutlich. Gehen wir denn hier und dann muss ich höchstwahrscheinlich links abbiegen. Mal sehen. Oh, was sieht das schön aus. Dieser Baum, ne? Da fällt mir ein, wir hatten ja, ich habe auch vorhin nochmal im Off nochmal kurz geguckt. Wir hatten ja hier Mutters letzte Wünsche, ne? Und da ist einmal, also ich soll ja die Lieblingsorte malen auf die Leinwand. Und da ist einmal ein riesiger Baum und ich vermute, das ist der hier. Ich muss die Tiffmore-Klippen malen, den höchsten Gipfel, und das ist wahrscheinlich im Eisgebiet. Und, und die Aussicht vom Gemeindeturm in der großen Stadt, also in Narva. Da war ich ja vorhin. Okay, und ich denke, dass das der Baum ist. Aber um auf den Baum zu kommen, muss ich irgendwie diesen Luftballon-Menschen, den Typen da oder die Frau, ich weiß es nicht mehr, mit dem Heißluftballon irgendwie ja noch helfen, damit ich dann auch darüber komme. Und dann muss ich da was malen. Es gibt viel zu tun, Freunde. Es gibt viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir werden sehen, ne? Also hier, das müsste die... Nee, ich bin doch total verkehrt. Moment. Hier bin ich jetzt. Ach Gott, nee, halt. Oh Gott, ich bin... Nein, wir müssen wieder zurück. Ich muss geradeaus weiter. Anna war vorbei. Mist. Ach, dass man hier auch nicht sprinten kann, ne? Also mir wird es dann wahrscheinlich passieren, dass ich erstmal immer wieder in diesem Falkenhain hier aufwache. Falkenhorst, in diesem Gasthaus. Hilft ja nicht, was soll ich machen?
Da hinten ist Nava. Rechte Hand. Und wir gehen an Nava vorbei und halten uns dann ein bisschen links. Hier, ne? Das ist nämlich genau dieser Baum. Und da kann man nämlich rauf. Da hinten ist eine Plattform und von da aus muss ich malen. Also ich mag das Spiel. Es ist sehr idyllisch und beruhigend und hat nicht so einen Survival-Charakter, sondern ist einfach mal ein paar Quests, eine schöne Grafik. Ja. Schöne Akustik. Nicht so schnelllebig. Einfach mal entspannen. Kann ich hier lang? Ich glaube schon. Da müsste ich ja dann da oben. Hier ist ja diese kleine Hütte. Und da oben war ja Flints Haus. Zu dem gehen wir jetzt. Dann gehen wir nochmal zur K&K Apotheke. Machen wir das halt hier fertig. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwelche... Bin ich richtig? Oh Gott. Irgendwelche bösen Auswirkungen hat, wenn ich ständig wegen der Kälte in irgendeinem... Hä, ich bin falsch. Momento. Da ist das Haus. In irgendwelchen Gasthäusern aufwache. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Ah ja, hier ist dieses komische Klang. Hier ist auch noch ein Rätsel, was ich noch nicht gelöst habe. Na, da müssen wir mal gucken. Was mit dir? Bist du ein bisschen... Was, wer bist du? Hallo? Hallo? Du nervöser Fred. Okay, du willst nicht mit mir reden? Gut, aber du, hoffe ich. Heidi-ho! Heidi-ho! Traveler returns. Ja. Were you able to get some repellent? Nein, ich habe etwas Seltsames mit angehört. Kai und Kaylin? They would never. Oh, you're a good person, just looking out for me and my carrots. And I do have days where I wonder myself if I'm dreaming up the mice in my head. Never actually seen the little buggers. Ja, ich hätte das auch nicht gedacht. Them too? Positively impossible. Your heart's in a good place. You'll see, these mice will be out of there in no time. Genau, jetzt hilf mir gefälligst. Ich will nämlich zum Turm rauf. Ich habe die Abwehrmittel nicht. Oh well, can't win them all, I guess. Who knows, maybe my big ugly mug will scare the little creatures away. En garde! En garde! Special veggie stew coming right up! See you soon! 10 Schimmersteine. Oh, ich muss unbedingt, wenn ich in der City bin, nochmal schauen, was so ein Mantel kostet. So, jetzt haben wir hier... Das Achso, der ist völlig... Ach, hier. Die kleinen Mäuse, genau. Ich konnte Flints kleine Mäuse nicht loswerden, aber wenigstens hat er jetzt einen schönen Zaun. Hier, in den Rotforst muss ich nämlich auch nochmal gehen, aber da gehe ich lieber erst hin, wenn ich einen Mantel habe. Luftballon, keine Ahnung, ob ich mit wem ich darüber... Vielleicht kann ich mit ihm darüber reden, wegen des Luftballons. Da-di-da. See you soon. Ach so, du kann ich... Ich kann gar nicht mit dir reden. Wir gehen jetzt nochmal zur KWK-Apotheke. Kein Gespräch, okay. Das müsste ja, wenn ich jetzt hier gerade war, gehe ich hier lang und einmal durch den Rotforst und dann da rum. Okay. Huiuiui. Ah, hier ist auch schön. Also hier muss ich nachts hin. Da kann ich doch hinreisen, ne? Ich kann doch hier hinreisen. Mit meinem Getränk. Mit so einem Tee, den ich trinke. Und dann die Trommeln verfolgen. Ich glaube, der hält irgendwie 2 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob das reicht. Keine Ahnung. Wieso mache ich eigentlich keine Fotos? Das sieht so schön aus. Foto. Es ist so verdammt nochmal schön.
Meine Güte. Könnte man ja auch einen neuen Screen dann vielleicht mal machen. Aber jetzt behalte ich erstmal den alten für die Folgen bei. Als Wiedererkennungswert. So, ich glaube, hier runter musste ich jetzt. Was ist eigentlich da vorne? Da war ich noch nicht, ne? Was ist das hier? Hier war ich noch gar nicht. Interessant. Und da drüben war ich auch noch nicht. Oh, das sieht so schön aus. Pam. Okay. Wer bist denn du? Beautiful place to come and think. Ja. Was machst du hier draußen? My husband likes to come out here and fish. We spent many nights camping here in the brushwood. But now old Pops is doing his best to tarnish my fond memories. Ist Großväterchen dein Großvater? Grandfather, goodness no, traveler. Old Pops is a fish. Ah, okay. Biggest fish in the lake. Da muss ich wohl auch noch einen Fisch fangen, ja? Was hat dir der Fisch getan? What didn't he do? This fish has haunted my dreams for, oh, what seems like ages. Okay. Oh, jetzt habe ich das aus Versehen übersprungen. He has it out for me, I'll have you know. I was out on the boat with my husband, Farid, an anniversary camping trip, when old Pops leaps out of the water and snatches my wedding ring right off of my finger. Ah, angeblich hat der Fisch den Ehering geklaut, als sie mit dem Boot unterwegs waren. Sie und ihr Mann oder so. Das glaube ich nicht. It's not the first time he's pulled something like this. He's taking glowstones dann hat, and bracelets. Sneakiest thief on the island, that fish is. Dann hat der Fisch auch das Amulett von dem anderen Vogel da geklaut. Oder ist das hier das Amulett, Mäuschen? Hä? Hast du das gemobst? Großväterchen frisst nur Wertsachen. Well, some of those folks might be trying to cover up the fact they misplaced their precious items. It's easy to blame it on a fish. But he really did eat my ring. People round here talk about old Pops like he's some sort of magical fish with healing properties or some nonsense. Okay. They say when you stare old Pops straight in the eye, he conjures an image of what you want most in this world. And makes that mein größter Schatz. Real to you. As real as day. Say, what would old Pops make you think of? What do you treasure most? Adventure? Painting? Painting, natürlich. Mein größter Schatz ist Abenteuer. I've never gone on much of an adventure. I suppose my grandest adventures have been camping out here with my Farid. Aysun und Farid. Uh-huh. That's enough reflecting for the time being. You and I, people of action. I don't suppose you'd be willing to help quasi me get türkische my Affen. Back. Ich habe vergessen zuzuhören. Glaubst du, es ist sicher? Of course, he's a big old fish, but you're strong. Will you get that ring for me? Dann bräuchte ich erstmal ein Boot. Okay, machen wir. Excellent, excellent. Old Pops, better watch out. You got a fishing pole? Nee. You're not gonna be oder? Catching old Pops without one. Maybe not. No doubting you could find one in Nava if you've got some. Hab ich nicht schon so eine Angel irgendwo? Too much about him, other than he's a big one. Ein Sandfisch. You stay careful round old Pops, you hear? He has it out for us. Especially boaters and fisher folk. Okay. Gut. Wie komme ich denn da? Ich brauche unbedingt ein Boot. So, gibt's hier noch was zu holen? Nö. Dann hat der aber garantiert... Habe ich jetzt eine Angelrute? Habe ich eine? Mir ist so, als ob, aber... Ich glaube, ich bringe schon wieder alle Spiele durcheinander. Nein, ich habe keine Angelrute. Die muss ich in der Stadt kaufen. Ich habe 96 Schimmersteine. Okay, Moment. Ein bitterer Fisch. Aysun ist auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen Großväterchen, einem Fisch in Senkwaldsee.
Sie behauptet, dass Großväterchen ihr den Ehering vom Finger gestohlen hat. Aisun hat mich gebeten, den Fisch zu fangen und ihren Ring zurückzuholen. Sie erwähnte, dass Großväterchen ein Sandfisch sei. Mein Gott, was ist das schön hier, ha? Huh? Oh, ein Träumchen. So, jetzt hast du mich hier völlig weggebracht. Ich muss zurück auf meinen Weg. Richtung... Oh Gott, ich bin verkehrt. Was haben wir denn hier oben? Kann ich vielleicht mal eine Sache zu Ende bringen, Leute? Eine Sache. Ich glaube, da war ich schon mal. Wow. Die Senkwaldfälle. Oh, ist das schön. Ja, das ist richtig. Das ist zu tief. Ja, und wie komme ich jetzt wieder raus hier? Okay, es ist auch sehr, sehr laut. Wunderschön hier. War ich auf der anderen Seite schon mal? Ich bin ja jetzt hier. Hier bin ich. Aber in den westlichen Wäldern war ich noch nicht. Hier geht's auch irgendwie nicht rüber. Ich glaube, ich brauche sowieso ein Boot, um hier auf die andere Seite zu kommen. Es sei denn, ich gehe hier irgendwie rum. Aber da ist es bestimmt sehr, sehr kalt. So, das bist du wieder, glaube ich. Ich sammle mal ein bisschen ein hier. Wenn hier schon Sachen rumliegen, ist das, glaube ich, gar nicht so doof. Ich glaube, hier ging's runter. Ja. Hier ging es zur KWK-Apotheke. Der westliche Wald, okay. Ich brauche ein Boot. Wie war das noch? Wie kann ich das noch bauen? Das war doch hier und dann kann ich hier das da. Dichtmasse. Wie macht man denn Dichtmasse? Das habe ich noch nicht gelernt. Vielleicht kriege ich ja jetzt von denen hier irgendwas. Hier will ich auch rüber zu dem kleinen Dingens. Ah, und da ist nämlich diese Seilbahn. Das muss irgendwas mit dem Ballon zu tun haben. So, mit wem rede ich? Mit dir? Hi. Please tell me you had that hydra thistle tested. Galen's been talking about packing her bags. Heck, she may have packed a few already. She's been so upset. Don't know where she thinks we'd even go with no glowstones to our name. Hm. Zara hat es getestet, hier ist der Bericht. Oh, for the great shade. Next time tell a man all's well. Don't just hand over a report. Entspann dich doch. You made my heart right jump out of my skin. Oh, Gott. So, und jetzt? But thank you. Thank you. I have to tell Kaylin the good news. And the paper. Great gods, the paper. I need to let all of Eastshade know that I'm someone to be trusted. Thank you. Bitte, bitte. Was kriege ich jetzt? Kriege ich irgendwas? Nein. No customers yet, but with any hope, that'll change soon. Dann gehe ich mal zu Kaylin. I'm sorry. I'm just not feeling like myself at the moment. I mean, what kind of people are we? What have we become? Reingewaschen habe ich den Namen. You told Finn. Yes. Of course. How that story started, I'll never understand. Actually, I guess I see exactly how that happened. I only hope the news of our morality spreads just as quickly. Toll. Und jetzt? Moment. Zweite Chancen. Kai benachrichtigt die Zeitung von den entlastenden Testergebnissen. Vielleicht ist ihr Geschäft jetzt gerettet. Okay, dann gehe ich jetzt wieder zur Stadt zurück. Ich muss unbedingt mal in der Stadt schauen, dass ich, wo bin ich denn jetzt hier? Dann gehe ich jetzt den Weg hier zurück. Da lang. Bei Ranja zurück und geradeaus und so.
Und schaue ich mal in der Stadt, da muss ja auch irgendwie so ein Gasthaus sein, dass ich nicht jedes Mal irgendwie 20 Kilometer weit laufen muss, wenn es so kalt wird. Wir kaufen uns eine Angel dort. Da sind ja auch noch 1, 2, 3 Quests, die wir machen können in der Stadt. Kaufen wir uns eine... Kann ich nicht schnell reisen? Ich muss einen Bergwurztee trinken, um schnell zu reisen. Möchte ich nicht. Habe ich überhaupt einen? Ich habe nur einen einzigen. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir laufen jetzt schön geschmeidig zurück. Hier auf dem Trampelpfad. Bis zu Ranja. An den Spiegeln vorbei. Ich könnte dann auch schon direkt eigentlich mal das Foto machen auf dem großen Turm da, wo ich jetzt die ganze Zeit war, diese Bücherei. In der Stadt. Ach so. Nee, klar. Dafür brauche ich ja diesen Zugang. Und den Zugang bekomme ich von... Hier. Zara stellt mir einen Passierschein aus, wenn ich ihr dabei helfe, die Wahrheit hinter Meliks Elixier herauszufinden. Ja... Wie sind wir denn da eigentlich verblieben? Ich weiß das gar nicht mehr. Es wird schon wieder dunkel, verdammt. Ich bin jetzt hier lang gelaufen und gehe jetzt in die Richtung. Ist falsch, ne? Ich muss hier lang. Muss bei Ranja vorbei und dann Richtung City. So. Wollen wir mal nicht vergeuden. Ne? Ich will ja noch ein paar Sachen bauen, denke ich mal. Ich habe auch noch nicht ausprobiert, ein Lagerfeuer zu bauen. Ach, das ist auch wieder so schön. Wenn diese Abendrot jetzt hier kommt und wow, einfach. Einfach wow. Sehr, sehr schön. Guten Abend, Sir Madam. Oh, das sieht ja auch geil aus da unten. Da hinten ist Eis, pures Eis. Was für ein schönes Bildschirm-Hintergrundfoto. Toll. Was passiert eigentlich, wenn man hier runterfällt? Das werde ich nicht ausprobieren. Nein, nein. Aber ich werde jetzt die Folge beenden, denn sie ist schon wieder vorbei. Und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Mich gerne auch abonniert, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.